Liebe Gäste der internationalen Funkausstellung, herzlich willkommen im Antenne Café zu Hits und Stars im Sommergarten. Begrüßen Sie Ihre Gastgeber, Inka Bausner und Jürgen Körner. Du hast dich aber verändert, Inka. Im Programm stand es wichtig und ich bin Handelhörte Moderatorin von dem beliebtesten Radiosender Berlin-Brandenburg. Ja, Kira, alles gut, alles schick, alles toll? Alles super. Die Sonne kommt raus. IFA-Luft geschnuppert? Ein klein wenig. Ja? Ein klein wenig dieses Jahr nur. Was sind deine Favoriten? Ich war diesmal wirklich hin und weg von den Fernsehern. Also ich kann auch so einen Riesenfernseher haben, ehrlich gesagt. Das ist erstaunlich, ja. Jemand, Entschuldigung, wenn ich aber jemand noch von den Fernsehern hin und weg ist, wir sehen sie jedes Jahr. Neu hin und weg. Ja? Kein Unterschied gesehen. Okay, aber ist egal, wunderbar. Wir wollen nicht über Fernseher reden, wir wollen über Musik reden. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur schönsten Mittagspause Berlins, Brandenburgs, wenn nicht sozusagen überhaupt der Welt. Denn die IFA, die größte Messe überhaupt ihrer Art in der Welt, hat diesen herrlichen Sommergarten und hier gibt es jeden Tag zwei Stunden lang tolles Entertainment mit Bands, mit Gruppen, mit Sängern, mit Künstlern, die entweder auf dem Wege zum Erfolg sind oder schon sehr erfolgreich sind. Heute haben wir drei Bands hier, das können wir ja schon mal sagen. Genau. Das muss man schon mal sagen, das geht richtig zur Sache. Das ist Rockmusik, aber eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das geht so, also nur damit Sie eine Orientierung haben. Das ist immer blöd, wenn man irgendwie eine Band mit der anderen vergleicht. Es geht so in die Richtung so Nickelback und so in diese Ecke, so geht das mit rein. Obwohl Sie das wirklich eine sehr, sehr eigenständige, tolle Band sind. Und dann haben wir gleich zu Beginn eine sehr sympathische Drei-Mann-Band hier vorne. Genau, also eigentlich ein Künstler aus Norwegen. Da lohnt es sich vielleicht auch ein Stück näher zu kommen. Also die sitzen da perfekt im Liegestuhl, aber können auch gerne mit dem Liegestuhl noch ein Stück näher rankommen. Darf ich kurz dazwischen grätschen? Sag ich nochmal. Wir haben hier einen Kaffee, da gibt es auch ein Bierchen vielleicht sogar und was zu trinken. Und wir starten gleich mit dem ersten Künstler, ein junger, sympathischer, gut aussehender Mann aus Norwegen. Nein. Jetzt wo es Aha nicht mehr gibt, kommt der neue Schlager aus Norwegen. Er macht ganz schöne, passend zum Wetter so Sommermusik, leicht geschwingt. Aber was auch sehr sympathisch ist, er kann auch ein bisschen Deutsch. Sein liebstes deutsches Wort, Ohrwurm. Ohrwurm, findet er ganz toll. Ja. Seine Songs sind auch so ein bisschen Ohrwurm, ohne dass ich das jetzt negativ meine. Also sehr eingängig. Wir haben beim Soundcheck ja hier erlebt und es ist Musik, wie sie im Augenblick angesagt ist, wie sie modern ist, wie sie toll klingt und er hat so seinen eigenen Weg gefunden und bringt also jetzt nach Europa diesen tollen Sound und wir werden uns sechs Stücke anhören von dem aktuellen Album, nehme ich an, hier live auf der IFA. Wer ist es? Wie heißt er? Was macht er? Tom Hugo heißt er. Wenn Sie den Namen noch nicht kennen, den Song haben Sie sicherlich schon gehört, sein Hit Open Up Your Eyes läuft im Radio auch auf Antenne Brandenburg hoch und runter. Okay, dann wollen wir sehen. Open up your eyes, open up your ears. Und viel Spaß. Hier sind Tom Hugo. Viel Spaß. Wie geht's euch? Gut. Perhaps it's some international guests, so we can do this in
in English. First song is called You Make My Day. If we get some sound on the guitar as well, it's perfect. There it is. Internationalen Funkausstellung. Herzlich willkommen im Antenne Café zu Hits und Stars im Sommergarten. Begrüßen Sie Ihre Gastgeber, Inka Bausner und Jürgen Körner. Du hast dich aber verändert, Inka. Im Programm scheint es wichtig und ich bin Hanna, eine Moderatorin von dem beliebtesten Radiosender Berlin-Brandenburg. Ja, Kira, alles gut, alles schick, alles toll? Alles super. Die Sonne kommt raus. IFA-Luft geschnuppert? Ein klein wenig. Ja? Ein klein wenig dieses Jahr nur. Was sind deine Favoriten? Ich war diesmal wirklich hin und weg von den Fernsehern. Also ich kann auch so einen riesen Fernseher haben, ehrlich gesagt. Das ist erstaunlich, ja. Jemand, entschuldigt, wenn ich aber jemand noch von den Fernsehern hin und weg ist, wir sehen sie jedes Jahr. Nein, neu hin und weg. Ja? Kein Unterschied gesehen. Okay, aber ist egal, wunderbar. Wir wollen nicht über Fernseher reden, wir wollen über Musik reden. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur schönsten Mittagspause Berlins, Brandenburgs, wenn nicht sozusagen überhaupt der Welt. Denn die IFA, eine die größte Messe überhaupt ihrer Art in der Welt, hat diesen herrlichen Sommergarten und hier gibt es jeden Tag zwei Stunden lang tolles Entertainment mit Bands, mit Gruppen, mit Sängern, mit Künstlern, die entweder auf dem Wege zum Erfolg sind oder schon sehr erfolgreich sind. Heute haben wir drei Bands hier, das können wir ja schon mal sagen. Genau. Das muss man schon mal sagen, das geht richtig zur Sache. Das ist Rockmusik, aber eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das geht so, also nur damit Sie eine Orientierung haben. Das ist immer blöd, wenn man irgendwie eine Band mit der anderen vergleicht. Es geht so in die Richtung so Nickelback und so in diese Ecke, so geht das mit rein. Obwohl sie das wirklich eine sehr, sehr eigenständige, tolle Band sind. Und dann haben wir gleich zu Beginn eine sehr sympathische Drei-Mann-Band hier vorne. Genau, also eigentlich ein Künstler aus Norwegen. Da lohnt es sich vielleicht auch ein Stück näher zu kommen. Also sie sitzen da perfekt im Liegestuhl, aber können auch gerne mit dem Liegestuhl noch ein Stück näher rankommen. Darf ich kurz dazwischen grätschen? Sag ich nochmal. Wir haben hier einen Kaffee, da gibt es auch ein Bierchen vielleicht sogar und was zu trinken. Und wir starten gleich mit dem ersten Künstler, ein junger, sympathischer, gut aussehender Mann aus Norwegen. Nein. Jetzt wo es Aha nicht mehr gibt, kommt der neue Schlager aus Norwegen. Er macht ganz schöne, passend zum Wetter so Sommermusik, leicht geschwingt. Aber was auch sehr sympathisch ist, er kann auch ein bisschen Deutsch. Sein liebstes deutsches Wort, Ohrwurm. Ohrwurm, findet er ganz toll. Ja. Seine Songs sind auch so ein bisschen Ohrwurm, ohne dass ich das jetzt negativ meine. Also sehr eingängig. Heute Morgen beim Soundcheck ja hier erlebt und es ist Musik, wie sie im Augenblick angesagt ist, wie sie modern ist, wie sie toll klingt und er hat so seinen eigenen Weg gefunden und bringt also jetzt nach Europa diesen tollen Sound und wir werden uns sechs Stücke anhören von dem aktuellen Album, nehme ich an, hier live auf der IFA. Wer ist es? Wie heißt er? Was macht er? Tom Hugo heißt er. Wenn Sie den Namen noch nicht kennen, den Song haben Sie sicherlich schon gehört, sein Hit Open Up Your Eyes läuft im Radio auch auf Antenne Brandenburg hoch und runter. Okay, dann wollen wir sehen. Open up your eyes, open up your ears. Und viel Spaß. Hier sind Tom Hugo. Viel Spaß.
Wie geht's euch? Gut. Perhaps it's an international guest, so we can do this in English. First song is called You Make My Day. If we get some sound on the guitar as well, that's perfect. There it is.